Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und Ihnen ein bisschen was erzählen kann über das, was uns so umtreibt. Es ist in der Tat so, als ich an der ETH war, hat der Wladimir Prelog, damals noch lebender Nobelpreisträger, zu uns Jungen immer gesagt, präbiotische Chemie, das ist was für Retired Professors, also für im Ruhestand befindliche Professoren und After-Dinner-Lectures. Und das hat sich in der Tat ein bisschen geändert. Und wir haben immer ein bisschen was gemacht auf dem Gebiet und es gab dann immer auch Dinge, die anwendungsorientiert rausgekommen sind. Wie gesagt, wir haben jetzt ein neues Diagnostikum, das wird von der Roche jetzt eingesetzt bei Blutdiagnostik von hormonabhängigen Tumoren. Also es kommt dann auch was Sinnvolles dabei raus, wenn man sich mit den Ursprüngen des Lebens beschäftigt. Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil wenn wir in die USA gucken, diese kleine Anekdote schiebe ich mal vorweg, da gibt es zum Beispiel das Discovery Institut, ich habe es eben schon kurz erzählt, dieses Discovery Institut wird gefördert von evangelikalen Stiftungen. Und da gibt es einen Professor, James Tour, von der bekannten Universität, von der Rice University, der stellt sich vor die versammelte Mannschaft und sagt, naja, auf der frühen Erde, da hat da Wasser gekocht, da hat es gebrodelt, da gab es vielleicht Schwefeldämpfe, da gab es da Atmosphäre, die wir nicht kennen. Die Chemiker haben bis heute keine Möglichkeiten gefunden, wie man aus diesen Ausgangsverbindungen irgendetwas machen kann, was molekular aussieht wie die Grundlagen des Lebens. Irgendwie was aussieht wie Aminosäuren, längerkettige, Aminosäuren kann man machen, aber längerkettige Peptide oder Nukleinsäuren, vor allen Dingen Nukleinsäuren kann man nicht machen. Und das Fazit einer langen Reise durch unsere Fehlversuche von Herrn Thur ist dann zu schließen, weil es nach 100 Jahren Forschung da keinerlei Ansätze gibt, darum muss das Leben über Intelligent Design auf die Erde gekommen sein. Es muss jemand gewesen sein, der es kreiert hat, weil es sich eben spontan nicht bildet. Und ich denke, diese neuen Strömungen, die ja politische Auswirkungen haben, denken wir an die Israel-Politik, die sich völlig geändert hat, der Amerikaner, dass wir uns hinstellen müssen als Wissenschaftler, müssen gucken, was können wir lernen von den Astrophysikern, was wissen wir über Atmosphären der frühen Erde und können wir nicht doch irgendwie Chemie finden, die uns zu den Molekülen des Lebens führt. Und natürlich können wir nie sagen, so ist es dann auf der frühen Erde gewesen. Aber wir können zumindest sagen, es ist denkbar, dass unter diesen Bedingungen diese Moleküle entstanden sind, dass sie sich zusammengelagert haben zu größeren Einheiten, dass Ordnung entstanden ist aus dem Chaos. Und ich denke, wenn man viele solcher Wege gefunden hat, dann wird es eben doch sehr wahrscheinlich, dass es kein Intelligent Design ist, sondern dass der Darwinismus dann weitergeht in die Chemie rein und eben auch dazu geführt hat, dass die Moleküle, die uns heute ausmachen, da mal entstanden sind. Und darüber will ich ein bisschen was erzählen und am Ende vielleicht noch so einen kleinen Schlenker machen in die Epigenetik, da wird es ein bisschen biomedizinisch, das hängt davon ab, wie lange ich brauche, um da durchzukommen. Ich fange mal an in Deutschland. Ich denke, wenn man sich mit den Ursprüngen des Lebens beschäftigt und dann auch gleich ein bisschen philosophische Fragen dazu bringt, dann kommen wir nicht umhin, uns an Wöhler zu erinnern. Wöhler in Göttingen hat damals zu einer Zeit, als Wissenschaftler geglaubt haben, alles, was lebt, und das bindet ans Intelligent Design an, alles, was lebt, hat eben diesen Odem, diesen Geist Gottes. Und Menschen, Wissenschaftlern ist es nicht möglich, organische Materie aus anorganischer Materie zu erzeugen. Das hat Wöhler damals widerlegt. Er hat eben den Harnstoff synthetisiert. Am 22. Februar 1828 wurde das erste Mal von einem Chemiker aus anorganischem Material, aus Natriumcyanat, durch Erhitzen Harnstoff erzeugt. Ganz stimmt das übrigens nicht, das ist die Geschichte, die man in den Büchern findet. Eigentlich hat er vorher schon Oxalsäure synthetisiert. Also das erste Molekül, das erste Biomolekül, das synthetisch gemacht worden ist, war die Oxalsäure. Es war damals Liebig, damals in München. Übrigens, ich habe diesen Lehrstuhl 1 für organische Chemie, bin also de facto Liebig-Nachfolger. Liebig hat damals den jungen Wöhler unheimlich gepusht. Auch damals gab es schon viel Politik in der Wissenschaft und der junge Wöhler, an dem hatte der Liebig
großen Gefallen und er hat dann eben diese Harnstoffgeschichte auch unheimlich propagiert. Da fiel das mit der Oxalsäure weg und letztendlich geht es da nur um einige Jahre, um ein, zwei Jahre später wurde dann die Geschichte mit dem Harnstoff gemacht. Gut, und dann müssen wir uns erinnern an ein Experiment. Es gibt ja Experimente, das sind Experimente und es gibt Experimente, die gehen über in unsere Kultur. Die Kulturgeschichte sind also Teil unserer Kultur und das ist sicherlich richtig für Yuri Miller. Yuri, der Postdoktorand oder Doktorand bei Professor Miller, damals an der UCLA, hat dieses Experiment gemacht. Er hat also hier einen Kolben mit Wasser genommen, hat den erhitzt und dann steigt hier der Wasserdampf auf und der Wasserdampf hüllt dann hier so eine Kugel. In der Kugel sind zwei Graphitelektroden, zwischen den Graphitelektroden ein Lichtbogen. Das Wasser wird also hier erhitzt, da hat man auch noch eine gewisse Atmosphäre, Methan, Wasser, Ammoniak, da gibt es mittlerweile ganz viele Variationen. Und wenn man das Wasser kondensiert, dann hier läuft wieder zurück und das Ganze wird also im Kreislauf gefahren. Und wenn man das dann am Ende analysiert, dann stellt man fest, da bilden sich tatsächlich Aminosäuren und vielleicht auch im Wesentlichen Aminosäuren. Und das war sicherlich ein Experiment, das hier anschließt, wo man zeigen kann, dass aus etwas, das man eben eine simulierte Uratmosphäre nennt, dass da durch Lichtbögen, also durch Blitze, und wir werden uns mit Blitzen noch ein bisschen beschäftigen, dann tatsächlich solche recht komplexen Moleküle entstehen. So, und da müssen wir jetzt anknüpfen und die Frage stellen, können wir mit verfeinerten Modellen der frühen Erde, mit Mineralien, können wir da irgendwie zu komplizierteren Strukturen kommen? Und darüber möchte ich heute ein bisschen was erzählen. Das heißt, wenn wir uns den ganzen Zahlenstrahl angucken, wir beginnen hier vor viereinhalb Milliarden Jahren, da Erdentstehung, hier hatten wir die Atmosphäre, vielleicht waren das die Moleküle, die damals eine Rolle gespielt haben. NO entsteht zum Beispiel durch Blitzentladung, durch eine Stickstoff-Wasseratmosphäre. Und dann wissen wir aus den Urey-Miller-Experimenten, und wir werden gleich noch ein bisschen was anderes sehen, woher sich unser Wissen speist, dass sich hier diese ersten Moleküle bilden, nennen wir sie mal Moleküle der ersten Generation, also hier Moleküle, an denen dann vielleicht vier Atome verknüpft sind. Hier ist die Blausäure, das HCN, da sind drei Atome verknüpft. Hier ist dieses Cyanat, das Natriumcyanat, das Salz hat damals den Harnstoff ergeben bei Wöhler. Hier sehen wir das Hydroxylamin. Und dass man dann aus diesen Molekülen, und das ist eben die große Frage, wie kann man aus denen dann die nächsten Komplexitätslevel erreichen? Da sind wir bei den Zuckern, bei den Aminosäuren, bei den Nukleosiden und Nukleotiden. Und dann müssen wir noch ein Stückchen weitergehen und müssen uns fragen, wie kommt es hier zur Bildung der Erbsubstanz? Die Frage ist, müssen wir gleich zur RNA oder zur DNA kommen? Oder gab es da vielleicht noch Zwischenstufen, die mittlerweile nicht mehr bekannt sind? Da werde ich ein paar Ideen gleich zu formulieren. Und dann haben wir sicherlich hier kompliziertere Strukturen, vielleicht auch schon Strukturen in Mizellen. Da müssen wir auch dran denken, dass sich das Leben irgendwann mal abgeschirmt hat oder diese Moleküle. Und dann haben wir sicherlich hier so eine RNA-Peptidwelt gehabt. Das sind wir ja, wir bestehen ja, die Erbsubstanz kodiert Informationen, dann wird die übersetzt in Proteine, in Peptidsequenzen und die sind dann verantwortlich für die RNA-Peptidwelt. Ich frage mal, können Sie sehen oder soll ich mich nach unten stellen? Sehen Sie? Ja, wir wollen nicht, dass ich rede und Sie sehen nichts. Na, Sie sehen, okay. Wenn Sie nichts sehen, schreien. Und dann beginnt hier irgendwann sicherlich mal die Biologie, also so eine Urzelle, wir nennen die LUCA, Last Unknown Common Ancestor, da weiß man ein bisschen was drüber, aber nicht sehr viel. Und dann beginnt sicherlich hier der Beginn des Lebens hier mit Darwin. Und vielleicht gibt es hier noch etwas, was wir gar nicht gut verstehen, den Lamarck. Der wird im Moment wieder ausgegraben. Da kann man ein bisschen was drüber erzählen. Also das geht dann hier weiter bis zu den multizellulären Spezies. Okay, dann gibt es hier viele Fragezeichen, auf die bin ich schon eingegangen und um die müssen wir hier mit uns kümmern. Bevor ich jetzt loslege und mit der Wissenschaft beginne, muss ich erstmal den Mitarbeitern im Labor danken. Das ist mal das Erste, denn die machen ja die Arbeit. Ne? Der Herr Carell denkt sich das aus und irgendeiner muss da machen. Und das sind die Armen, die es machen müssen. Und einige sind noch bei mir, andere sind weg. Also die Christina Schneider hat in den letzten Jahren in der Gruppe gearbeitet, die arbeitet heute in der Pharmaindustrie. Der Hidenori Okamura, der ist aus Japan da gewesen, der ist heute Assistenzprofessor in Japan. Der Jonas ist noch bei mir. Sydney ist heute in Cambridge. Der macht eine wissenschaftliche Karriere und schließt jetzt an die Doktorarbeit eine Zeit in Cambridge. Anthony ist noch ein bisschen bei mir, wird aber auch für die Pharmaindustrie in Kürze
zu arbeiten. Stefan ist noch bei mir, Milda aus Litauen hat große Beiträge geleistet und jetzt Giacomo. Man sieht, das ist auch ein relativ buntes Team und ich glaube, das ist typisch für eine große Gruppe, dass wir uns international zusammensetzen. Also eine wunderschöne Truppe, denen danke ich ganz herzlich für ihren Einsatz. Gut. Fangen wir an, gucken wir uns die Erbsubstanz mal an und denken uns, das ist vielleicht eines der zentralen Moleküle des Lebens. Wie kommt man denn dahin mit den Gasen, die man zur Verfügung hat? Und nochmal zur Wiederholung, wie sieht dieses Erbmolekül aus? Das ist so ein Doppelstrang, der muss uns jetzt gar nicht interessieren. Wichtig ist, ein Computer kodiert Informationen durch eine Sequenz von Nullen und Einsen. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 ist so eine Computersequenz, so eine Digitalsequenz. Und wir verwenden einen Vier-Letter-Code. Statt 0 und 1 ist es eben A, G, C und T. Das sind diese Dinger. Und die sitzen auch hier in der Reihe und kodieren dann auch Informationen. Mehr müssen wir gar nicht wissen. Das Entscheidende ist noch so am Rande, dass dieser Code auch noch selbst komplementär ist, dass also diese vier Buchstaben immer zwei miteinander wechselwirken können. Das heißt, wenn ich in einem Strang ein A habe, muss gegenüber ein T sitzen, sitzt hier ein C, muss gegenüber ein G sitzen, sitzt hier ein G, sitzt wieder gegenüber ein C. Und das bedeutet, es ist nicht nur eine Sequenz, eine Informationssequenz, das ist das Erste, was wichtig ist. Nein, der Code ist replizierbar. Das ist das Entscheidende. Die Stränge können auseinandergehen, es kann ein neuer Strang synthetisiert werden, der dann komplementär ist zum ersten. Das ist wichtig, weil wir den Code ja von Generation zu Generation weitergeben müssen. Der muss ja repliziert werden. Das heißt also, wir haben einen Vier-Buchstaben-Code und dieser Code, wenn er in einer Sequenz vorliegt, determiniert die Sequenz im Nachbarstrang. Das ist für den Informationsgehalt gar nicht wichtig. Das ist wichtig für die Replizierbarkeit der Information, damit wir die Information über die Generation weitergeben können. So, das ist das Besondere und das ist auch das Spezielle des Codes und damit müssen wir uns beschäftigen, wie kann sowas auf der frühen Erde entstanden sein oder müssen wir uns doch James Tour beugen und an Intelligent Design denken. Wenn man sich die RNA anguckt, das ist jetzt eine weitere Nukleinsäure in unseren Zellen, die hat eigentlich nur eine Aufgabe, die liest diesen Code von der DNA ab, nämlich nur ein Stück, das Stück, das gerade gebraucht wird, wird in RNA umgeschrieben. Ich kann ja nicht immer den ganzen Code ablesen, dieses ein Meter lange Molekül in jeder Zelle. Ich brauche vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt nur ein bestimmtes Stück Information. Dann wird dieses Stück Information abgelesen, in RNA umgeschrieben und diese RNA geht dann ins Zytosol und macht dort das Protein. Und diese RNA sieht eigentlich aus wie DNA. Das ist auch im Grunde genommen ähnlich. Wir haben dann hier noch diese zusätzlichen OH-Gruppen und wir wissen, statt des Ts haben wir hier eigentlich dann ein U, das heißt, hier haben wir ein Wasserstoffmolekül. Das ist der Unterschied in der RNA. So, und die RNA ist ein bisschen komplizierter. In unseren Zellen ist die so verbunden mit vielen Proteinen. Das ist zum Beispiel hier so ein Ribosom, an dem dann die Information übersetzt wird in die entsprechende Proteinsequenz. Also so sieht das aus. Dafür gab es auch vor einigen Jahren den Nobelpreis für die Strukturaufklärung dieses Ribosoms. Das bis dahin größte Teilchen, dessen Struktur man atomar aufgeklärt hat über Röntgenbeugung. Und das ist hier diese Struktur. Man sieht hier überall, das sind die RNA-Moleküle und das sind die Proteine. So, das ist das, was vielleicht viele noch wissen von der Schule und es ist nur die halbe Wahrheit. Was wir nämlich auch wissen ist, die RNA sitzt voller modifizierter Basen. Da gibt es natürlich die vier kanonischen, A, G, C und U. Das sind die vier kanonischen. Und dann gibt es noch 200 nicht-kanonische Basen. Die sind aber alle da. Und viele von denen finden wir in allen drei Kingdoms of Life, bei den Archaeen, bei den Bakterien, bei den Eukaryoten. Und viele dieser Modifikationen sind in allen drei Kingdoms of Life, in allen drei Lebensbereichen vorhanden. Das heißt, das sind sehr alte Modifikationen. Das sind Basen, die waren am Anfang des Lebens bereits Teil der Nukleinsäuren. Und unsere Spezialität ist jetzt, wir sagen, diese modifizierten Basen sind Überbleibsel aus einer frühen Zeit. Das sind chemische, chemische Fossile. Das sind unsere Fossile. So, das hat man, glaube ich, bisher übersehen. Das ist auch eine reine Hypothese. Wir sagen, viele dieser Basen, weil man die schon bei Archaeen findet, weil man die bei Bakterien findet, weil man die bei Eukarya findet, müssen diese Modifikationen sehr früh in der Urzelle
schon vorhanden gewesen sein, aus denen sich die Kingdoms of Life, diese gebildet haben. Und hier sehen wir eine Reihe von diesen Modifikationen. Viele sind sehr kompliziert, die haben sich sicher später gebildet. Die sind dann auch spezifisch. Diese Modifikationen finden wir zum Beispiel nur in Hefen. Aber andere Modifikationen, wie zum Beispiel diese Spezies hier, das ist so eine, die finden wir in allen drei Bereichen. Das muss eine ganz alte Modifikation sein. So, und man sieht, das sind alles modifizierte Sachen. Das sind ganz alte AM. Da ist einfach nur hier eine Methylgruppe. Oder wir haben hier eine Methylgruppe und hier eine Methylgruppe. Oder auch nur hier. Oder da haben wir statt einem Wasserstoff haben wir eine Methylgruppe. Das sind ganz, ganz alte Modifikationen. Und wir glauben, das sind chemische Fossile, die sind übergeblieben in der RNA. Und wenn wir uns mit präbiotischer Chemie beschäftigen, dann müssen wir die eben auch in den Blick nehmen. Und wir müssen jetzt Chemie finden, die zu den vier kanonischen Basen führen, A, G, C, T und U, und auch zu diesen modifizierten Basen. Und dann, wenn wir das erreichen können, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen können, aha, da, so muss die Chemie früh abgelaufen sein. Es gibt da noch ganz viele andere Modifikationen. Das ist einfach nur hier, das ist auch eine, ja, also hier zum Beispiel sind die G-Modifikationen hier, das ist an der 2-Position methyliert. Viele dieser methylierten Basen sind zum Beispiel sind ganz alte Modifikationen. Also die sind da vom Anbeginn des Lebens. Dann geht das immer weiter. Okay, gut, das ist nur zur Illustration. Okay, und jetzt gucken wir uns zwei Themen an und vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, um in die Präbiotik zu gucken. Wir schauen uns als erstes mal an, wie kompliziert müssen eigentlich Paarungssysteme sein? Hier sehen wir das G. Und hier sehen wir eine Base, da haben wir uns überlegt, naja, vielleicht, das ist ja schon recht kompliziert für einen Chemiker, diese Ringsysteme aufzubilden, da braucht man schon kompliziertere Chemie. Die erste Frage war, gibt es vielleicht Vorläufermoleküle, man nennt das heute Proto-RNAs, sind wir hier von hier direkt über diese Verbindung zur RNA gesprungen oder gab es Zwischenschritte, aus denen heraus sich die RNA gebildet haben. Und da haben wir uns überlegt, ein Molekül, das sicherlich auf der frühen Erde vorhanden war, ist Harnstoff, können wir Harnstoffbasen synthetisieren, sogenannte Wöhler-Basen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was weiß man heute, wie kommt man denn an den Zucker ran? Wir brauchen ja auch den Zucker, hier nochmal, wir brauchen ja auch hier den Zucker, an dem dann die Base dran sitzt. Das ist ja das Besondere der Nukleinsäuren, der DNA und RNA. Wir brauchen hier die Base, diese Ringstruktur, und dann brauchen wir noch etwas, das sieht aus wie so ein Zucker. So, jetzt gucken wir uns an. Was weiß man darüber? Nun, man weiß aus der Butlerow-Reaktion in Kasan, auch um 1800, dass wenn man Formaldehyd nimmt und den Formaldehyd mit Calciumhydroxid erhitzt, dann hat der Butlerow das damals auf die Zunge getan und dann hat das süß geschmeckt. Und er wusste, aha, Formaldehyd plus Calciumhydroxid gibt Zucker. Und das sind offensichtlich die Reaktionen. Nach wie vor wissen wir Chemiker nicht, wie der erste Schritt abläuft. Wir wissen es nicht. Es gibt theoretische Betrachtungen. Wir wissen, wir nehmen Formaldehyd, wir nehmen Calciumhydroxid. Wir wissen, wir kommen zu diesen Verbindungen. Wir wissen dann sehr genau, wie man von diesen Substanzen hier zu den höheren Zuckern kommt. Das ist die RNA. Hier, das nennt man, das ist ein Vorläufermolekül der RNA. Die TNA ist im Moment hochaktuell. Wir versuchen im Moment nicht, wir, die Chemiker, versuchen, Nukleinsäuren zu machen, basierend auf der TNA. Die hat nur 1, 2, 3, 4 Kohlenstoffatome. Hier sind wir bei 5. Je mehr Kohlenstoffatome, so komplizierter das Molekül. Das geht sehr gut. Man kann Nukleinsäuren machen auf TNA-Basis. Die sind wunderbar kodierend. Also da ist schon mal was, das wir sagen können. Da könnte es eventuell was vor der RNA gegeben haben. Aber der erste Schritt hier, völlig unbekannt. Wir wissen es nicht. Wir wissen, wir müssen hier den Kohlenstoff miteinander verbinden. Nicht? Hier ist eine CC-Bindung. Wenn wir zwei von diesen Molekülen nehmen, müssen wir die über die Kohlenstoffe, dieses mit dem zweiten Molekül, mit dem Kohlenstoff verbinden. Wir wissen nicht, wie das geht. Wir können den Kohlenstoff mit dem Sauerstoff verbinden. Ein zweites Formaldehyd, da kann der Sauerstoff den Kohlenstoff. Aber wie der Kohlenstoff, wie wir hier eine CC-Bindung machen, ist nicht bekannt. Ganz interessant. Es hat fast 200 Jahre, wir wissen es nicht. Ja, es ist erschreckend, wie wenig man der Chemie weiß. Na gut, es ist wirklich so. Manche sagen, es ist eine reife Wissenschaft. Dann sage ich immer, ja, guckt euch das mal an. Ja, der erste Schritt schon nicht klar. Ich meine, wie soll es dann weitergehen? Ja, ist ein Problem. Und Harnstoff ist ganz gut. Wir wissen, wenn wir Harnstoff, also Wöhlers Harnstoff nehmen, der entsteht aus Ammoniak und Cyanat, wenn wir den in der Pyrolyse, wenn wir den also einfach heiß machen,
ja, dann wissen wir sehr gut, dass solche Doppel- und Dreifachstrukturen entstehen. Nennt man Bioret und Trioret. Das entsteht. Und Ammoniak entsteht auch. Also das wissen wir. Und dann war die Frage, okay, wenn ich jetzt diese hier miteinander verbinde, komme ich dann vielleicht schon zu Paarungssystemen. Und das war die Idee hier, so ein Bioret oder Trioret mit dem Zucker verknüpfen oder hier mit den Ausgangsverbindungen. Das könnten ganz primitive erste Moleküle gewesen sein. Rein hypothetisch, aber basierend auf dem, was wir von der frühen Erde wissen, realistisch. Und dann ergeben sich, sehen Sie, das sieht dann so komisch aus. Da sagt man, naja, das kann ja gar nicht richtig, sieht ja gar nicht aus wie so ein Heterozyklus. Aber wenn man das ein bisschen anders malt, und im Malen sind wir Chemiker ganz große Spitze, wir malen alle Moleküle in unendlich vielen Varianten und hier wird es einfach nur ein bisschen gedreht und dann sehen Sie schon, dann bildet sich hier so eine zyklische Struktur. Nicht? Und das ist dann eine Wasserstoffbrücke, sagen wir, die hält das Molekül so zusammen. Wir sagen also, naja, das muss am Anfang gar kein Ring gewesen sein, kein fertiger Ring. Vielleicht war das so ein halber Ring, der hier über sowas zusammengehalten wird, wie so ein Uhu, wie so ein, ja, das ist gar nicht richtig miteinander verklebt, sondern es wird einfach nur so ein bisschen zusammengehalten. Und dann haben wir bereits ein System, das ja so ähnlich aussieht wie die Basen. Und dann haben wir eben so eine Wöhler-RNA. Und das geht. Also wir haben das gemacht und chemisch haben wir diese Sachen synthetisiert und die sind relativ stabil. Das ist schon mal das Erste, was erstaunlich war. Die sind ganz stabil. Hier sieht man das, das sind so Chromatogramme, die sagen uns, wenn das schön sauber aussieht, mehr müssen sie gar nicht wissen. Also das sieht manchmal aus wie so ein Wald. Wenn Ihnen dann der Chemiker sagt, das war eine saubere Reaktion, können Sie gleich anfangen zu lachen. Nein, eine Reaktion ist dann gut, wenn sie hier so schön sauber ein Signal liefert. Und das ist tatsächlich, sind diese Basen, die sich bilden können aus Harnstoff und den entsprechenden Zuckern. Was wir nicht, wir machen nichts anderes. Harnstoff nehmen in ein Reaktionsgefäß, wir machen den Harnstoff heiß, dann steht Bioret und Trioret, man riecht den Ammoniak, der frei wird, dann geben wir den Zucker dazu, wir rühren das Ganze durch und wir machen es einfach nochmal warm. Und dann kommen tatsächlich solche RNA-Stränge dabei raus, die eben diese Basen tragen. Wir erinnern uns, die können dann falten. Tun sie das? Ja, das tun sie. Das ist so eine Struktur. Ich habe jetzt nicht den ganzen RNA-Strang, wir haben das eingebaut in RNA. Wir gucken uns jetzt nur die Base an. Das ist aber im Prinzip die Base in einem ganzen Duplex. Aber wenn ich den drehen lasse, sieht man nichts mehr. Darum müssen Sie sich hier vorstellen, hier geht also die DNA weiter und hier geht die DNA weiter. Und Sie sehen schon, dieses Modell geht. Sehen Sie, der Harnstoff ist so zurückgefaltet. Hier bilden sich diese Wasserstoffbrücken und dann kann das Ding sogar paaren. Es kann paaren mit einem G, das sind so Schmelzkurven, die sagen uns, je höher der Wert, umso stabiler ist das Ganze. Und da sieht man schon hier so ein CG, ein kanonisches Basenpaar, hat ja den höchsten Schmelzpunkt von 55 Grad, aber nicht weit davon entfernt ist unser U-Harnstoffderivat, also unser Harnstoff, das ist das U mit dem G und das ist unser Trioret, dieses Basenpaar hier. Und Sie sehen, wir sind ja nicht weit entfernt von so einem Wobble-Basenpaar. Also wir haben hier CG, 55 Grad, UG, das ist dieses Basenpaar hier, das hat eben 45 Grad und dieses Basenpaar, dieses Wöhler-RNA-Basenpaar, liegt auch bei 45 Grad. Also wir sehen, da ist was dran. Wir müssen also nicht mit Ringen starten, wir können mit Vorläufermolekülen beginnen, die wir einfach aus Formaldehyd und Formaldehyd entsteht aus CO und Wasser, aus Formaldehyd und Harnstoff bilden können. Also das ist schon mal so ein erster Hinweis, aha, aus ganz, ganz einfachen Molekülen ohne Chromatographie, ne? Wir Chemiker lieben es ja, in komplizierten Apparaturen zu arbeiten, brauchen wir hier nicht. Wir nehmen einfach nur ein Gefäß, flaches Gefäß, Harnstoff rein, heiß machen, Zucker rein, durchrühren, warm machen und es kommen solche Strukturen dabei raus, die eben Informationen kodieren können, die eben Basenpaarungseigenschaften haben. Wir sehen auch, das ist relativ selektiv mit G, wir sehen kaum Paarung mit A, wir sehen kaum Paarung mit U, wir sehen kaum Paarung mit C. Es ist wirklich auch eine gewisse Selektivität der Basenpaarung da. Das heißt, so etwas kann im Prinzip auch schon Informationen in die nächste Generation übergeben. Nicht toll, aber 10 Grad sind 10 Grad, sage ich immer. Das ist schon eine gute Stabilität. Gut. Das war so der erste Aufschlag, der uns sagt, aha, da könnte doch einfache Chemie möglich sein. Und jetzt gucken wir uns mal die
gehen wir einen Schritt weiter und sagen, jetzt gucken wir uns nochmal die Basen an. So sehen die kanonischen Basen aus. Das sind jetzt diese Ringstrukturen. Eben haben wir gesehen, wir haben das auch ohne Ringstruktur gemacht. Wir halten das hier hinten so ein bisschen zusammen über Wasserstoffbrücken, das geht auch. Die kanonischen Basen, hier sehen wir das A, hier sehen wir das C, hier sehen wir das G und hier sehen wir das U, das sind eben zyklische Strukturen. Die sind natürlich viel starrer und wir können jetzt schon den ersten Schluss ziehen, das ist dann später entstanden. Gut, und dann müssen wir natürlich überlegen, wenn wir Chemie dazu überlegen, können wir uns dann Chemie ausdenken, die uns auch diese uralten Basen auch liefert, von denen wir wissen, die müssen früh vorhanden gewesen sein. Und jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Ausgangsverbindung. Formaldehyd und Harnstoff reicht nicht. Das geht nicht. Wir brauchen etwas mehr Substanz. Jetzt ist die Frage, wo fängt man an? Was sind realistische Moleküle, mit denen man mal eine Ausgangsplanung machen kann? Eben, das war ja einfach. Formaldehyd und Harnstoff. Mehr brauchten wir nicht. Aber jetzt brauchen wir mehr. Und wir haben uns dann lange für diese Mission, das ist wirklich eine Sternstunde der Europäer, eine ESA-Mission, keine NASA-Mission, und es war eine chemische Mission, ganz wichtig für uns Chemiker. Die Idee war, diesen Rosetta-Orbiter mit dem Länder hier, mit dem viele Länder auf diesem Kometen abzusetzen, mit einem Massenspektrometer. Und das Massenspektrometer, die Idee war, wir bohren da ein kleines Loch und das Massenspektrometer misst einfach, welche Substanzen sind auf dem Kometen. Nun ist der Komet nicht die frühe Erde, das ist ganz klar. Also Substanzen, die auf dem Kometen vorhanden sein können, müssen nicht auf der frühen Erde da gewesen sein, aber irgendwo muss man ja anfangen. Und die Idee zu sagen, das sind Moleküle, die finden wir auf dem Kometen, dann wird es sie vielleicht auf der frühen Erde auch gegeben haben, ist vielleicht nicht ganz so abwegig. Und wir wissen dann, das war das idealisierte Bild. Die Mission war sehr erfolgreich, aber nicht super erfolgreich, denn dieser Philae-Länder, der ist da rumgehüpft auf diesem Kometen, bis er irgendwann so eine dunkle Nische entdeckt hat und dann hat er nicht lange genug Strom gehabt, aber er konnte bohren. Er konnte bohren und er konnte ein Massenspektrometer zur Erde funken, eine Analyse zur Erde funken, bevor er dann sich abgeschaltet hat, weil er keinen Saft mehr hatte. Und das ist dann hier publiziert worden. Und das ist die Zusammensetzung. Das sind die Moleküle, die gefunden worden sind. Die sehen gar nicht so ganz anders aus wie die, die ich am Anfang vorgeschlagen habe. Das sind auch Amine. Hier sehen wir hier mit einer Methylgruppe dran. Das wird noch wichtig. Das ist Methylamin, das ist Ethylamin. Da haben wir eine Ethylgruppe dran. Man kann sich mal fragen, woher die Kohlenstoffatome kommen. Ich weiß es nicht, aber sie sind da. Und hier haben wir die Isocyanate. Wenn wir damit Ammoniak angreifen, sind wir beim Harnstoff. Also nicht weit entfernt. Und dann haben wir natürlich hier auch noch das Ameisensäureamid. Also da ist Ameisensäure vorhanden. Da sind Essigsäureamide dabei. Ganz interessante Substanzen. Hier haben wir Aldehyde, Ethanal, also Ethylaldehyd. Wir finden keinen Formaldehyd. Wahrscheinlich ist der zu flüchtig. Der ist dann natürlich festgefroren auf dem Kometen, aber wenn dann gebohrt wird, im Massenspektrometer wahrscheinlich nicht gefunden worden. Aber wir sehen dieses Ethandithiol. Also ganz interessante Substanzen. Und dann war die Überlegung vor 5, 6 Jahren, naja, jetzt nehmen wir die mal und gucken mal, ob wir eine ähnlich einfache Chemie hinkriegen, wie eben bei den Harnstoffen, aber hin zu den natürlichen Basen. Jetzt wird es ein bisschen chemischer, aber nicht viel. Wir haben dann überlegt, ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich weiß, was? Ist nicht so schlimm? Nein? Ich weiß, Chemie ist ja für die meisten, wenn ich sage, ich bin Chemiker, dann gucken die meisten weg und sagen, Gott, da habe ich nie was von verstanden. Also ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Okay, also wir nehmen jetzt diese Ausgangsverbindung hier und wir haben dann gesagt, gut, können wir solche Zwischenstrukturen erzeugen, die wir dann hier mit, das ist zum Beispiel die Reaktion mit Ameisensäure hier, das ist dieses Methanamid und dann mit den Zuckern kommen wir zu diesen Strukturen. Das war die Überlegung. Geht das? Und das geht relativ gut. Wenn man diese Verbindung als Ausgangsverbindung mal überlegt, dann kommt man relativ weit. Die Idee ist, der erste Schritt ist relativ einfach, wenn man hier mal ist. Ich werde gleich dazu was sagen, wie man da hinkommt. Wenn man hier mal ist, kann man mit Formaldehyd oder diesem Formamid, das haben wir gerade gesehen, kann ich hier oben selektiv formulieren. Das ist eine Reaktion, die ist wirklich erstaunlich. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, eigentlich müssten all diese Amine reagieren, tun sie aber nicht. Kann man gut erklären, warum, will ich nicht drauf eingehen. Dieses Amin hier ist das Einzige, was reagiert und das ist wirklich erstaunlich, denn nur die Reaktion an diesem führt auch zu den DNA- und RNA-Basen. Alles andere würde Mist ergeben. Es ist wirklich erstaunlich, dass in diesem
Molekül ist schon rein programmiert, die Reaktivität hier mit dem Formaldehyd, mit der Ameisensäure, und dann brauche ich es nur noch mit Zuckern umsetzen. Hier habe ich mal die offenkettige Struktur hingemalt, dann zyklisiert das und wir kommen über diese Struktur hier in diesem Fall zum Beispiel zum Adenin. Und dann war natürlich die Hoffnung, vielleicht ist die Chemie so freigebig, dass wir hier diese Substituenten variieren können von H-Methyl, Thiomethyl. Dann kommen wir natürlich hier zu diesen ganzen A-Derivaten, von denen wir ja glauben, dass sie Fossile sind. Und dann ist die Chemie plausibel. Dann ist das in sich eine konsistente Theorie. Nicht? Das war die Idee. Und hier ist es dann sogar im zweiten Schritt, egal welches Amin reagiert für die Chemiker im Auditorium, weil wir hier eine schöne C2-Achse haben, aber das nur am Rande. Okay, wenn man diese Chemie so macht, da waren wir selber überrascht und deswegen konnten wir das dann auch sehr hoch publizieren. Wir waren selber überrascht, wie sauber die Chemie geht. Wir haben am Anfang gedacht, da, wenn wir das da in diesen Kolben da, diese komplizierte Chemie machen, dann kommt da ein wahnsinniger Wust raus und vielleicht 1-2% von dem Adenin. Weit gefehlt. Gucken Sie sich an, ich habe Ihnen gesagt, je weniger Signale, umso sauberer die Reaktion. Hier sehen wir das, 1-2 große und dann noch 2 kleine. Das ist eine relativ saubere Reaktion für den Kram, den ich da zusammengeschüttet habe. Und wenn man dann schaut, ja, 20% Adenosin, das ist der Bestandteil der heutigen RNA. Und was ist das andere? Das ist hier diese pyranosidische Struktur, da ist der Zucker nur, da hat nur dieser Sauerstoff mit dem Kohlenstoff reagiert, dann entsteht etwas, das nennen wir Pyranoside, das ist von Herrn Eschenmoser an der ETH Lange untersucht worden, die machen auch sehr schöne Paarungssysteme, 18%, 7,5, nicht? Also wenn Sie das aufaddieren, da kommen relativ viele gute Nukleoside bei raus. Und dieses ist offensichtlich dann das, was sich in einem Selektionsprozess durchgesetzt hat. Und hier ist die Ausbeute. Also wirklich erstaunlich sauber aus relativ einfachen Verbindungen, ohne große chemische Operation. Man schüttet das zusammen. Jetzt kann man sich sagen, was macht der Chemie der Herr Carell da? Normalerweise sind die Chemiker ganz stolz, wenn sie die Reaktion genau planen, dann Schritt für Schritt für Schritt. Und hier wird alles zusammengemurstelt, durchgemörsert, erhitzt, kalt gemacht, erhitzt und dann kommt am Ende was Sauberes bei raus. Ist ja eine neue Chemie für uns. Das ist also, das muss man erstmal den Kollegen verkaufen. Das ist nicht einfach. Ja, da wird man dann schon angeguckt. Ja, das, ja, also nicht, ist denn Ihre Ausgangsverbindung sauber? Ist denn Ihre Zwischenverbindung sauber? Haben Sie auch einen Schmelzpunkt gemessen? Ja, und da muss man immer sagen, nein, 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 aber am Ende ist einigermaßen sauber. Und das ist schon erstaunlich. Gucken wir uns die Aminoverbindung an. Also diese Vögel hier, die habe ich eben einfach so vom Himmel regnen lassen. Da haben auch alle gesagt, das geht ja nie. Ja, das sind ja komplizierte Ringstrukturen. Und das ist so einfach. Man nehme einfach dieses Aminodinitril hier, dieses Malondinitril, das entsteht aus HCN, aus dem HCN-Dimer und Trimer. Wie das können wir später noch, werde ich später noch ein bisschen was zu erzählen, wie das entsteht, das nehme man. Und dann brauche ich eigentlich nur noch Nitrit, das entsteht aus NO, Blitzentladung, durch eine Wasser-Stickstoffatmosphäre. Dabei entsteht NO und NO in Wasser, disproportioniert, dabei entsteht NO2-, dieses Nitrit. Das ist übrigens das ist diese Stickoxide, die im Moment so unbeliebt sind bei der Bevölkerung. Wir Chemiker lieben die aber. Und wenn wir die riechen, dann geht es uns richtig gut. Also diese NO- und NOx-Substanzen, ja, das ist was Feines. Ich sage Ihnen, das geht in die Nase, das ist was Feines. Und das sehen wir natürlich, bei Blitzentladung entstehen die natürlich tonnenweise. Ich meine, bei einer Blitzentladung entsteht so viel NOx, da können wir zig Diesel verfahren. Also auch die schmutzigen Diesel, die neuen sind ja sehr, sehr sauber. Aber die alten, also da entsteht, das kann man sogar manchmal richtig riechen, in dieses NOx, und das löst sich dann in Wasser auf. Sehen Sie, und das nehmen wir jetzt und dann lassen wir das hier, das reagiert sofort mit diesem stabilen Malodinitril. Das bildet dann so eine komische Verbindung und die bildet ein Salz, wenn das Ammoniak reagiert mit Cyanaten. Das haben wir eben schon gebraucht. Dann entstehen hier solche Amidiniumverbindungen die bilden Salze. Und das war erstaunlich. Wir haben das gemischt und dann wieder einfach stehen lassen. Und morgens kam dann der Doktorand, das war der Sidney Becker, und sagte, Thomas, wir duzen uns, sagt Thomas,
ich kann machen, was ich will. Ich kann auch hier den Substituenten verändern. Ich kann da R nehmen oder H nehmen oder Methyl nehmen oder ich nehme die Guanidinium-Verbindung mit dem Amin. Es bilden sich immer Kristalle. Am Morgen habe ich riesige Kristalle, riesige Kristalle. Wir haben das so dargestellt in der Publikation. Das sind alles Röntgenstrukturen. Riesige Kristalle bilden sich. Also man aus ganz einfachen Verbindungen, aus dem HCN-Dimer entsteht diese Substanz. Und dann nehmen wir diese Amidinium- und Guanidinium-Verbindung aus Ammoniak und Cyanat und wir geben ein bisschen Nitrit dazu und das ist eigentlich alles. Der Rest sind nur noch Beisubstanzen, die brauchen wir. Wir brauchen im Prinzip nur diese drei Substanzen und dann entsteht dieses Salz. Und dann ist es ja klar, so in Chemie habe ich gesagt, endlich haben wir mal eine Zwischenverbindung, die gut auskristallisiert ist, können wir mal einen Schmelzpunkt messen. Und dann hat er einen Schmelzpunkt gemessen, dann kam er schon wieder an und sagte, Thomas, wenn ich den Schmelzpunkt messe, dann schmilzt die, aber dann jetzt zack und die Substanz wird braun, richtig braun. Und dann haben wir uns das angeschaut, was da passiert. Wir nehmen das, das sind nämlich niedrig schmelzende organische Salze, die sind schon bei 100 Grad, werden die flüssig und zäh, so honigartig. Und wenn man die dann ein bisschen lässt, ein paar Minuten lässt, dann macht es wirklich zisch. Und die Substanzen werden braun. Und dann haben wir das analysiert, was ist denn das? Und dann stellen wir fest, das sind diese Ringstrukturen. Und nur hier haben wir noch kein Amin, sondern die NO-Verbindung, die Nitrose-Verbindung, sagen wir. Das ist aber ein Vorläufermolekül für eine Vorläufergruppe für ein Amin. Das heißt, die bilden sich ganz spontan. Und das war wirklich eine Entdeckung. Damit hat niemand gerechnet, dass diese Salze, die so leichtfüßig kristallisieren, dass die auf einmal, wenn man sie einfach nur ein bisschen warm macht, 100 Grad, ja, ich war mal im Urlaub am Stromboli und da haben wir schwarze Strände. Wenn da die Sonne mittags scheint, haben sie locker 100 Grad auf dem schwarzen Strand. Also 100 Grad ist keine präbiotisch unvernünftige Temperatur. Dann zack, dann reagieren die und bilden diese Nitroseverbindung. Diese Substanzen hier und dann kann man ein bisschen, die fallen dann auch aus, also die kristallisieren aus, dann kann man ein bisschen Wasser dazugeben, dann alles, was da nicht reagiert hat, kann man wegwaschen und hier unten bildet sich dann ein Deposit aus diesen Salzen. Ja, und dann kann alles Mögliche passieren. Wir haben die unten gelassen, also einfach in der Petrischale unten. Und dann kann man verschiedene Dinge tun. Man kann die dann mit Wasser, einfach Wasser dazugeben und dann langsam mit dem Wasser behandeln. Dann hydrolysieren die weg. Dann wird diese Aminogruppe hier zu einer Carbonylgruppe. Dann gehen wir vom A in die G-Reihe. Ganz interessant, einfach nur mit Wasser. Und dann können wir, wenn wir hier zum Beispiel diese Aminogruppen haben, dann entstehen diese Verbindungen mit den Aminogruppen. Wir können eine Methylgruppe haben, dann haben wir am Ende eine Methylgruppe da. Dann können wir wieder diese Hydrolysen machen, dann geht die Aminogruppe wieder weg mit Wasser, kommen wir zur Carbonylgruppe. Und H+ ist jetzt nicht sehr sauer, da reicht uns ein bisschen saurer Regen. Die Essigsäure, Ameisensäure ist da völlig ausreichend. Und ich kann dann, so komme ich zu unterschiedlichen Verbindungen und ich kann das dann weiter umsetzen. Ich kann das mit in Gegenwart von Ammoniak machen, dann bleibe ich bei der Aminogruppe. Ich kann auch Methylamin nehmen, das haben wir eben auf dem Kometen entdeckt. Dann habe ich hier auf einmal mit Methylamin, da habe ich hier diese Methylgruppe. Ich mache das mit Dimethylamin, dann habe ich hier zwei Methylgruppen. Und auf einmal sehe ich, die Chemie liefert nicht nur die kanonischen Basen, sondern gerade diese alten Fossile, die entstehen auch durch diese Chemie. Ganz überraschend. Und anschließend gebe ich einfach diese Ameisensäure dazu, also dieses Formamid, was wir auch vom Kometen gesehen haben, und ein bisschen Reduktion. Jetzt muss ich ein bisschen reduzieren, da komme ich nicht umhin. Da reicht mir aber die Ameisensäure selber. Die Ameisensäure selber, die man aus dem Kometen gefunden hat, also das Formamid, die Ameisensäure selber ist nämlich ebenfalls ein Reduktionsmittel. Wenn ich die Ameisensäure dazugebe, dann reduziert die Ameisensäure diese Nitroso-Verbindung zum Amin und das Amin reagiert sofort mit weiterer Ameisensäure zu diesen Bausteinen. Und von denen weiß ich ja schon, die brauche ich ja nur noch zur Ribose geben und dann zyklisieren die zu den Basen. Und genauso geht auch die Chemie. Die Chemie ist tatsächlich, wir nehmen diese Salze, wir machen sie leicht warm und dann tun wir nichts anderes als Ameisensäure dazugeben. Dann werden die Nitroseverbindungen reduziert zum Amin. Die Amine reagieren mit der Ameisensäure, es bilden sich diese Intermediate und dann mit der Ribose bilden sich dann die Basen. Hier mit den verschiedenen Substitutionsmustern. Und hier sind immer die Chromatogramme, manche sind jetzt ein bisschen schmutziger, aber in der Regel doch relativ saubere Strukturen. Und hier sind sie.
In Riesenausbeuten fallen sie einem entgegen. Nicht nur die kanonischen Verbindungen, sondern eben auch die mit diesen methylierten bzw. thiomethylierten Verbindungen und gucken sich die Ausbeuten an. Sehr schöne Ausbeuten in großen Mengen. Deswegen sage ich heute, die DNA und RNA, die ist gar nicht so speziell. Das sind privilegierte Moleküle, die eben unter solchen Bedingungen ohne großen chemischen Eingriff entstehen. Es gibt viele andere Moleküle, die würden nie entstehen, sind viel zu kompliziert. Aber die entstehen eben aus diesen einfachen Ausgangsverbindungen. Und es ist dann eben das Wunder, dass diese Verbindungen dann ausreichend sind, um Leben zu ermöglichen. Aber das sind wirklich privilegierte Moleküle, deren Haupteigenschaft ist, dass sie sich unter diesen einfachen Bedingungen bilden. Und ich denke, das ist eines der Kernargumente, das wir dem James Tour und dem Discovery Institute entgegenschleudern können. Das heißt, wir haben hier jetzt die Möglichkeit, auch nicht nur die kanonischen Verbindungen, hier ist das kanonische A, hier ist das kanonische G, sondern wir kommen eben auch zu Strukturen, von denen wir wissen, dass sie sehr alte Modifikationen sind. Wie viel Zeit habe ich denn? Ist Ermüdung schon da? Nein? Ja, Sie sagen das. Wir wissen, da wenn ein Professor mal loslegt, der hört ja nicht auf. Deswegen habe ich so, ja, da mache ich ein bisschen noch, okay. Wie bitte? Okay, da muss ich mich ein bisschen beeilen jetzt. Aber es geht jetzt ganz schnell, denn die Message ist eigentlich schon angekommen. Wir haben uns jetzt in neuester Zeit auch mit den, wir hatten ja bisher nur diese Purinbasen G und A und wir haben uns noch überhaupt nicht mit den Pyrimidinen beschäftigt und auch das geht sehr einfach, ich mache es kurz mal ab, wir gehen da so vor, dass wir einfach jetzt wieder eine ganz einfache Ausgangsverbindung nehmen. Hier sehen wir wieder unser Harnstoffderivat. Diesmal haben wir es aber nicht Ammoniak mit Cyanat, sondern Ammoniak, sondern Hydroxylamin. Das ist nur eine etwas andere Stufe mit Cyanat umsetzen lassen. Dann kommen wir hier hin. Und wenn wir diese drei Verbindungen wieder umsetzen, dann kommen sehr sauber solche Verbindungen dabei raus. Und erneut können die mit Ribose umgesetzt werden. Dafür steht jetzt das R. Und dann zyklisieren die durch zu C und T. Das ist unsere neueste Arbeit. Und auch das wieder ganz einfach. Wir nehmen dieses Cyanoacetylen. Das ist eine Ausgangsverbindung, die findet man im interstellaren Staub. Die kann überall nachgewiesen werden. Wir setzen die um mit Hydroxylamin bzw. mit diesem Harnstoff. Hier ganz saubere Reaktion. Schauen Sie, nur ein Signal. Und anschließend setzen wir es mit Harnstoff um. Dann kriegen wir wieder eine ganz saubere Reaktion ohne Aufarbeitung, ohne großartiges chemisches Dazutun. Wir geben jetzt wieder die Ribose dazu. Wir bekommen diese Ausgangsverbindungen und die müssen wir dann nur noch hier öffnen. Und das geht wieder unter reduzierenden Bedingungen mit unserer Ameisensäure. Und anschließend landen wir dann bei den C- und C-Basen. Und man sieht wieder hier ganz saubere Reaktionen mit hervorragenden Ausbeuten. Hier, das ist unser Cytidin, 27%. Das heißt also, diese einfache Chemie, Ausgangsverbindungen sind die Substanzen, die wir auf dem Kometen finden. 4, 5 Reaktionsschritte ohne Aufarbeitung, alles im Wesentlichen in einem Rundkolben, also als Eintopfreaktion, liefern uns die Purine und mit leichter Abwandlung. Wir gehen nur von Ammoniak zum Hydroxylamin. Das ist wirklich der einzige Unterschied. Der einzige Unterschied ist, wir nehmen jetzt nicht das Malondinitril, sondern das Cyanoacetylen, eine analoge Verbindung. Und statt Ammoniak, statt NH3, nehmen wir Hydroxylamin. Und diese leichten Veränderungen erlauben es uns dann, die beiden anderen kanonischen Basen zu erzeugen, nämlich das C und aus dem C durch Hydrolyse das T. Das heißt also, wir können dem James Tour noch etwas anderes entgegenschleudern. Wir können ihm sagen, wir brauchen wirklich nur 4, 5 primitive Ausgangsverbindungen. Dann können wir heute Eintopfreaktionen ersinnen, die es uns erlauben, die Basen zu synthetisieren. Mittlerweile können wir die auch phosphorylieren. Wir können auch mittlerweile Dinukleotide machen, aber da ist im Moment Ende der Forschung. Wir kommen noch nicht zu den langen Strängen. Ich bin aber sicher, dass die Mitarbeiter im Labor da auch erfolgreich sein werden. Und das Ganze geht eben ohne große Reaktionsführung. Das heißt, wir nehmen diese Ausgangsverbindungen und das ist jetzt wirklich ein Gemisch
Mehr brauchen wir nicht. Aus diesem paar Verbindungen, 1, 2, 3, 4, 5 Verbindungen, 1, 2, 3, 4 Verbindungen. Und wenn wir die nehmen in einem Kolben und erwärmen, dann entsteht aus diesen beiden Substanzen hier dieses Aminisoxazol. Und diese beiden Verbindungen bilden das Salz. Und dann macht man das ein bisschen warm, die Reaktion. Also man dampft es ein bisschen ein, konzentriert es ein. Und wenn man dann hat man noch so ein bisschen Wasser und dann kristallisiert unten etwas aus. Und das, was unten auskristallisiert, sind unsere Nitroso-Verbindungen. Und da oben drüber der Harnstoff und dieses Aminisoxazol, das ist nämlich flüssig. Und anschließend kann ich diese Verbindung, was unten überbleibt, ich kann quasi jetzt annehmen, dass ich einen Regenschauer habe, dass ich die obere Schicht, das, was da noch so ein bisschen flüssig ist, dass das vielleicht weggeschwemmt wird oder was auch immer. Und dann brauche ich diese untere Verbindung hier nur reduzieren. Das kann ich mit der Ameisensäure machen. Ich kann aber auch Zink nehmen und Ameisensäure, dann geht es etwas schneller. Dann kann ich dir hier diese Gruppe anfügen und dann habe ich das fertig. Und das ist die Festsubstanz. Und die flüssige Substanz oben, hier die mit dem Harnstoff, die reagiert jetzt langsam, wenn es eintrocknet, mit dem Harnstoff, bildet dieses Harnstoff Isoxazol 8. Und dann haben wir diese beiden Verbindungen gleichzeitig in einem Kolben gebildet. Daraus entsteht T und C und daraus entsteht A und G. Und tatsächlich, das bildet sich auch. Das sind natürlich jetzt kompliziertere Verbindungen, kompliziertere Spektren, aber diese Peaks lassen sich alle wunderbar zuordnen. Das heißt, wir können in einer Eintopfreaktion, fast Eintopfreaktion, hier müssen wir einmal ein bisschen was wegschwemmen, dann können wir es wieder dazu schwemmen lassen. Das reicht schon. Also alles in einer Lagune, in einer flachen Lagune. Wir nehmen das, geben das rein, dann reagiert das, es bildet sich ein schleimiger Sumpf aus diesem Material hier, das ist der schleimige Sumpf. Das, was da drüber liegt, die wässrige Lösung, da müssen wir jetzt annehmen, dass das vielleicht durch einen Regenschauer mal weggeschwemmt wird. Wir können dann anschließend hier unten in dem Schleim können wir eine Reaktion machen mit der Ameisensäure und dem Zink und dann kann das wieder zurückkommen oder kann getrennt reagieren, da sind wir völlig unvoreingenommen und wir kommen dann anschließend zu einem Gemisch dieser Verbindung, also und dieser Schleim reagiert dann einfach mit den Zuckern und wir kommen dann zu den Basen. Also ich denke, das ist tatsächlich so etwas wie eine präbiotische Synthese, die mit relativ wenig Ausgangsverbindung auskommt. Hier habe ich das nochmal dargestellt, wir können dann das C machen, das U und das C, das A und das G und können dann zu solchen Paarungsstrukturen kommen. Mittlerweile können wir auch phosphorylieren und können auch schon Dinukleotide bilden, aber weiter sind wir jetzt noch nicht. Und das ist nochmal ein Schema, das uns zeigt, wie wir zu den Ausgangsverbindungen kommen, zu dem Hydroxylamin zum Beispiel und so weiter. Ich glaube, das ist, können wir uns auch sparen. Ja. Gut, das will ich noch nicht machen. Gut, machen wir noch ein bisschen Epigenetik. Das schließt sich eigentlich zwanglos an. Die Frage, die uns nämlich immer beschäftigt hat, was? Aha, wir haben diese verschiedenen modifizierten Basen in der RNA. Wir haben jetzt Chemie, die auf der frühen Erde plausibel erscheint, die uns nicht nur die kanonischen Basen liefern, sondern auch viele weitere Basen, von denen wir wissen, dass es eventuell oder wahrscheinlich Fossile dieser frühen Erde sind. Und das macht, glaube ich, unsere Chemie relativ konsistent, was die chemische Theorie betrifft. Dann stellte sich die Frage, ja, wie sieht es denn in der DNA aus? DNA ist schwierig, weil DNA hat ja nur eine Aufgabe, die Information zu kodieren. Aber die Frage war früh, und das ist Epigenetik, gibt es in der DNA auch andere Basen? Und da hat man vor Jahren gesagt, das kann ja gar nicht sein. Da haben Watson und Crick die Struktur aufgeklärt und wir wissen, das war im letzten Jahrhundert einer der wahrscheinlich die größte Entdeckung, auch unter Nobelpreisen gibt es sicher eine Abstufung und man kann sicher sagen, der Watson und Crick Nobelpreis für die Aufklärung der Doppelhelix ist sicherlich unter den Top 2, 3 Entdeckungen des letzten Jahrhunderts. Und die Frage war, ja, und sind es wirklich nur 4 oder sind es doch mehr? Und da gibt es heute neue Techniken, neue Massenspektrometrie-Techniken. Die Geräte sind sehr teuer und wir haben die aber. Und damit kann man nachgucken, damit kann man einfach nachgucken. Ja, es ist auch immer eine Materialschlacht, das ist leider so. Das ist wie beim Fußball, wer nicht investiert, wird auch nicht Champions League gewinnen. Das ist einfach so. Und wir brauchen die Geräte und dann kann man gucken. Dann kann man DNA isolieren, zum Beispiel aus Stammzellen. Das haben wir getan. Haben die DNA isoliert und haben dann verdaut und dann kriegt man die Nukleotide und dann kann man ja gucken. Dann kann man schauen, ist da noch was anderes drin?
Und da ist Erstaunliches bei rausgekommen. Da ist nämlich bei rausgekommen, unser Code ist ein bisschen komplizierter. Das sind nämlich 4 und nochmal 4 Basen. Entdeckt worden, Hydroxymethylcytosin mit der Methode nicht durch uns, 2009 in den USA von 2 Gruppen, Heinz und Rau, von Anjana Rau und Professor Heinz. Wir haben dann Formylcytosin entdeckt. Das war das nennt man die 5. Base des Genoms, die war lange bekannt, die 6. Base des Genoms, die 7. Base des Genoms, und es gibt dann Ideen, dass eventuell auch das Carboxylcytosin da eine Rolle spielt. Das heißt, auf einen Schlag seit 2009 ist unser Genom nicht mehr nur aus 4 Basen gemacht, sondern aus 4+4. Und das kann man so darstellen. Wir haben dann hier diese Sequenzinformation, die so läuft. Die ist auch invariant. Die kann man heute sequenzieren und es ist egal, ob ich Speichelprobe nehme oder ob ich einen Hautfetzen finde. Das macht man ja heute in der Forensik. Ich kann immer sequenzieren und ich bekomme immer die gleiche Sequenz. Es ist aber völlig anders, wenn ich mir diese Basen anschaue. Die sind nämlich von Zelltyp zu Zelltyp unterschiedlich. Und eigentlich, wenn man scharf nachdenkt, war einem das immer klar, dass es mehr Basen sein müssen. Es müssen ja mehr Basen sein. Warum? Weil, wir werden es gleich noch sehen, wir haben ja 200 unterschiedliche Zelltypen in unserem Körper. Wir haben Neuronen, wir haben Fibroblasten, wir haben 200 Zelltypen und die sind alle anders. Aber die haben ja alle die gleiche Sequenzinformation. Ja, wie kommt denn das? Gleiche Sequenzinformation, aber 200 unterschiedliche Zelltypen. Es muss ja eine weitere Informationsebene geben und die nennt man eben die epigenetische Ebene. Und das heißt, man kann es sich so vorstellen, dass wir beginnen mit einem Genom. Das kann man sich wie ein Klavier vorstellen. Jede Taste ist so ein Gen, ein Abschnitt, der für irgendwas Sinnvolles kodiert. Und am Anfang des Lebens, da hat die Zelle, diese omnipotente Stammzelle, die sich in alles entwickeln kann, die kann das gesamte Klavier bespielen. Und wenn die Zelle anfängt zu differenzieren, dann gibt es den Ektoderm, den Endoderm, den Mesoderm und dann entstehen die verschiedenen Zellen, dann werden ständig Tasten gesperrt, sodass ein Fibroblast auf allen Tasten spielen kann, die für ihn relevant sind, aber die neuronenspezifischen Tasten, die sind gesperrt. Und ein Neuron spielt auf dem Klavier eben auf anderen Tasten. Es spielt die Tasten, die spezifisch sind für das Neuron, und die fibroblastenspezifischen Tasten, die sind gesperrt. Das heißt also, der ganze zelluläre Entwicklungsprozess läuft so ab, dass wir immer mehr, je weiter wir differenzieren, immer mehr Tasten sperren, bis wir am Ende zu einer hochdifferenzierten Zelle kommen, die nur bestimmte Tasten spielen kann. Und dieses Sperren und vielleicht auch wieder Freilegen von Tasten braucht eben eine zweite Informationsebene. Und die sehen wir hier am Werke. Gut, jetzt kann man sich fragen, das war 2010 der Fall, diese neuen Basen, die sind vielleicht nur in Stammzellen da, weil nur da gibt es ja diese Differenzierungsprozesse. Und das haben wir uns 2010 genauer angeguckt, in einer Arbeit, die sehr hoch zitiert ist, ich glaube über 600, 700 Zitate bislang. Da sind wir durch die Maus gegangen, hier von der Schwanzspitze bis zur Nasenspitze, die Gewebe mal einzeln angeschaut. Und dann sieht man zum Beispiel, dass diese Base, die 6. Base, die ist da überall drin, aber in unterschiedlichen Mengen. Und dieses Methylcytosin, das finden wir in allen Geweben in ungefähr gleichen Mengen. Ganz interessant. Also da gibt es diese beiden Basen, das ist mal das Wichtigste, und die sind überall vorhanden, aber in unterschiedlicher Verteilung. Und dann kann man ins Gehirn gehen, man sieht das schon hier im Gehirn, da ist am meisten. Und jetzt zeige ich Ihnen mal Daten, die sind noch nicht alt, 2015 sind die ersten Daten aus dem Menschen. Ist ja nicht einfach, an menschliches Gewebe zu kommen. Also wir haben dann diese Ethikanträge ausgefüllt, wurde auch alles wunderbar genehmigt. Und hier sehen wir eine Hirnprobe von einem 15 Wochen alten Ungeborenen. Und wir sehen, die Hydroxymethylcytosin-Werte sind sehr klein. Und dann steigen die an mit zunehmendem Alter und mit ungefähr 22 Jahren, und ich sehe im Auditorium, wir sind alle älter als 22, da hat der Hydroxymethylcytosin im Gehirn sein Maximum erreicht. Und er steigt dann auch nicht mehr weiter an. Und das ist interessant, weil das ist die Zeit, wo unser Gehirn die maximale kognitive Funktion erreicht oder Fähigkeit erreicht. Und wenn wir durch die verschiedenen Gehirnareale sehen, dann sehen wir etwas Ähnliches. Dann sehen wir die höchsten Hydroxymethylcytosin-Werte in den Bereichen, in denen eben höhere kognitive Funktionen vorhanden sind, wie zum Beispiel der Cortex. Und wir sehen jetzt auch das Formylcytosin. Wir finden es in Stammzellen, wir finden es auch im Gehirn.
Und jetzt sehen wir mal, was die Basen eigentlich tun. Und das ist faszinierend. Wir gucken uns mal an, wie jeder von uns entstanden ist. Wir nehmen hier die Eizelle, die Samenzelle, die kommt vom Vater in der Regel. Hier nehmen wir die Eizelle, die kommt von der Mutter. Ja, ja, heute ist alles möglich, man muss aufpassen. Und dann fusioniert das und es bildet sich eine Zygote. Und jetzt nehmen wir Antikörper, die haben wir gefärbt. Der rote Antikörper färbt dieses Methylcytosin und der grüne Antikörper färbt das Hydroxymethylcytosin ein. Und wenn wir uns jetzt eine Zygote angucken, das ist eine Arbeit von 2011, dann sehen wir, die DNA von der Mutter färbt sich rot, ist voller Methylcytosin. Und die DNA vom Vater, das ist diese hier, die färbt sich grün. Was sehen wir da? Da sehen wir, was eigentlich auch logisch ist. Da kommen zwei völlig unterschiedliche Genome vom Vater und von der Mutter. Und die bilden jetzt einen neuen Organismus. Diese Programme müssen organisiert werden. Die beiden müssen sich verständigen. Da kann ich, wir haben ja auf jedem Chromosom vom Vater und von Mutter zum Beispiel das Gen für das Protein A und das Gen für das Protein A. Wenn das Protein abgeschaltet werden soll, dann muss es auf beiden Chromosomen abgeschaltet werden. Und wenn es angeschaltet werden soll, muss es auf beiden Chromosomen angeschaltet werden. Das heißt, wir müssen diese genetischen Informationen erst einmal miteinander zur Koordination bringen. Die müssen also in Phase schwingen. Und das passiert hier offensichtlich durch gezielte Oxidation zum Hydroxymethylcytosin. Und jetzt springe ich einfach und stelle einfach zusammen, was wir und andere, oder sagen wir lieber was andere und wir, in den letzten Jahren entdeckt haben. Das ist, dass so ein Gen, das hat einen bestimmten Status. Das ist entweder an oder ist es aus oder ist es super an. Und das wird kontrolliert durch eine kleine Vorsequenz, die nennt man Promotor. An den Promotor docken quasi die Proteine an, die dann die Information ablesen oder auch nicht. Und diese Promotoren, die enthalten jetzt diese neuen Basen. Und wir wissen, wenn da normale Zytosine sitzen, die kanonischen Basen, deren Ursprung wir uns eben angeschaut haben, dann ist das Gen in der Regel aktiv. Und deswegen sinkt auch der Methylcytosin-Gehalt, der ist sehr niedrig. Das heißt, wir haben hauptsächlich Zytosine vorhanden in ganz frühen Zellen, die weitgehend undifferenziert sind. Wenn wir dann hier diese Methylierung vornehmen, wenn wir also das Zytosin methylieren, dann schalten wir das Gen aus. Das heißt also, wenn eine Zelle sich differenziert und bestimmte Gene nicht mehr braucht, dann werden die Promotoren methyliert. Warum und wie die Zelle weiß, wann sie was methylieren muss, um zu einer bestimmten Zelle zu differenzieren, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, wenn der Promotor methyliert ist, dann ist das Gen ausgeschaltet. Das heißt also, die Methylierung ist ein wichtiger Prozess bei der Frage, will ich ein Gen ausschalten? Die Frage ist, wie kriege ich es wieder an? Und das scheint über diese weiteren Basen zu funktionieren. Im nächsten Schritt, wenn diese Methylcytosine umgewandelt werden zu Hydroxymethylcytosin, dann wissen wir mittlerweile, ist das Gen hochgradig aktiv. Das heißt, jetzt wird das Gen sehr stark abgelesen und das Genprodukt wird gemacht. Und was ist dann das Formylcytosin? Das Formylcytosin scheint die Base zu sein, die da sitzt, wenn sich der Genstatus ändert. Das heißt, wenn das Gen umgeschaltet wird, von an wieder zurück nach aus. Das heißt also, wir haben das Gen ist an, es ist aus, es wird wieder angeschaltet und jetzt muss es wieder zurückgedreht werden. Wir müssen wieder in diesen Zustand zurückkommen und das scheint über die weitere Oxidation zu erfolgen und dann wird es wieder umgewandelt über C und dann findet wieder eine Methylierung statt zu Methylcytosin. Das heißt, wir haben quasi vor jedem Gen so einen Regelkreislauf, der festlegt, ob das Gen an- oder ausgeschaltet ist oder ob es dann, wenn es angeschaltet ist, ob es dann wieder in den ruhenden Zustand übergeht. Das ist wichtig. Warum ist das wichtig? Das ist nicht nur für Differenzierungsprozesse wichtig, wenn Ei- und Samenzelle zusammenkommen und dann erstmal eine totipotente Stammzelle bilden, bei denen quasi alle Promotoren unmethyliert sind, also Zytosine enthalten, damit die Zelle sich in alles differenzieren kann. Dann fängt die an, sich zu differenzieren. Dann werden die Promotoren langsam methyliert und dann werden sie zum Teil hydroxymethyliert. Es ist auch wichtig fürs Gehirn. Das haben Sie heute alles mitgemacht.
Denn wenn wir lernen, und ich hoffe, wir haben ein bisschen was gelernt, wenn wir lernen, was passiert dann? Dann sind Neuronen, die miteinander verknüpft sind, die Verbindung zwischen den Neuronen wird gestärkt, die Verbindung wird dicker, es werden mehr Verbindungen gemacht und die Anzahl der Connections wird verstärkt, es gibt mehr Synapsen. Die Neuronen teilen sich ja nicht, also es gibt zwar einige Neuronen, aber im Wesentlichen teilen die sich nicht. Und das heißt also, die Neuronen sind fest und Lernen bedeutet, bestimmte Verknüpfungen werden verstärkt und andere Verknüpfungen werden abgebaut. Und dafür müssen Gene dann angeschaltet werden, die für die Verstärkung dieser Verbindungen wichtig sind. Und deswegen scheint es im Gehirn so viel Hydroxymethylcytosin zu geben, weil eben viele Gene dort in so einem fluktuierenden Zustand sind. Die werden dann angeschaltet und abgeschaltet, damit Neuronen sich verknüpfen können und dann Lernprozesse stattfinden. Das weiß man auch, Lernen geht einher mit aktiver Demethylierung. Das heißt, da verschwinden Methylgruppen in Promotoren. Und die einzige Art und Weise, wie die Methylgruppen verschwinden können, ist über diese Prozesse Hydroxymethylcytosin und Formylcytosin. Das ist also nicht nur die Basis der Differenzierung, sondern diese vier neuen Basen sind auch offensichtlich zentral wichtig für Lernprozesse. Und das heißt, unser Genom ist komplexer, als wir es uns bisher vorgestellt haben. Wir haben also diese Sequenzinformation hier und darauf setzend diese vier neuen Basen. Und jetzt kommt der Brückenschlag zum Darwinismus und zur Evolution. Wir wissen, Darwin hat zu einer Zeit, als man über Gene, über DNA überhaupt nichts wusste, hat er seine Abstammungslehre erzeugt. Und er war ein erbitterter Feind von Jean-Baptiste Lamarck. Ein erbitterter Feind. Jean-Baptiste Lamarck hat damals immer von der Vererbung von erlernten Dingen gesprochen. Und die beiden waren sich Spinnefeind. Und Darwin hat natürlich gewonnen, einmal weil er länger gelebt hat. Das ist in der Wissenschaft immer ein Problem. Aber das Zweite war, man hat dann später natürlich molekularbiologische Mechanismen gefunden, die den Darwinismus erklären. Nämlich Punktmutationen, Mutationen auf der Sequenzebene, die zu anderen Phänotypen führen, die dann selektioniert werden können. Deswegen ist der Darwinismus wunderbar belegt. Für den Lamarckismus hat es bisher keine biochemische Grundlage gegeben. Man konnte nicht erklären, wie können denn etwas, was ich gelernt habe, wie kann das an die nachfolgende Generation weitergegeben werden. Ich habe aber eben gesagt, Lernen geht einher mit der Umwandlung dieser zweiten genetischen Ebene. Und wenn es uns gelingt zu zeigen, da gibt es erste Arbeiten, die sind noch ein bisschen Hokuspokus, die legen nahe, dass tatsächlich diese Informationen im Gehirn über RNAs im Blutstrom in die Gonaden, also in die Keimzellen einwandern, dann kann man sich zumindest einen biochemischen Mechanismus, sagen wir mal, erahnen, der es uns doch erlaubt, uns Menschen vielleicht Erlerntes zu einem gewissen, sagen wir mal zumindest, Angstzustände oder so etwas, da gibt es gute Literatur dazu, an die nächste Generation weiterzugeben. Also wir sehen hier so schematisch, dass diese ganzen Basen eventuell uns auch erlauben, noch ein Stückchen weiterzugehen vom Darwinismus vielleicht zum Lamarckismus. Ich sage das so ganz vorsichtig am Ende des Vortrags. Gut, und jetzt muss ich zurückgehen und muss mich nochmal bedanken. Da bin ich. Und jetzt möchte ich mich bedanken, denn die Gruppe ist groß. Bei denen, die Präbiotik gemacht haben, habe ich mich bedankt. Die Gruppe ist relativ groß, da sind auch viele Studenten dabei. Aber viele arbeiten eben auch an diesen epigenetischen Programmen. Ich möchte mich in München bedanken, eine wunderbare Stadt. Und ich finde, Bayern unterstützt die Forschung, ähnlich wie Baden-Württemberg, wirklich sehr großzügig. Natürlich geht immer noch mehr, aber man soll nicht nur jammern. Es geht wirklich sehr gut in Bayern. Und ich möchte mich hier bei all diesen Geldgebern bedanken, bei der Industrie, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten, weil viele Methoden, die wir erarbeiten, so neu sind, dass es dann auch denen hilft bei der Diagnostik. Gerade können Sie sich ja vorstellen, diese Basenanalysen helfen denen natürlich auch. Wir haben selber eine Firma gegründet, die sehr gut läuft. Da arbeiten jetzt so 12, 15 Mitarbeiter. Die ist auch break-even, die braucht kein Geld mehr. Also das geht wunderbar. Und ich möchte mich hier bedanken beim EAC-Grant und bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft für das Geld. Und jetzt habe ich doch 3 Minuten überzogen. Bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Thank you.